Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Tossenrad-Tutu beim Clan Sofa Crew. Oh, ich habe noch zwei Minuten Zeit, um mir diese Base hier vorzunehmen. Ist das cool? Warum sind wir eigentlich hier in dieser Base hier? Wir sind in dieser Base, weil wir, ihr seht das, 8470. Ich will endlich den King hier raus haben aus meinem Dorf, nicht aus meinem Dorf, aus dem Shop, so sage ich es ja immer. Und habe aber gedacht, dass der hier ganz, ganz bestimmt Clan-Burgtruppen hat. Denn das ist nicht umsonst hier so ein CW-Account, aber 990 Dunkles, die kann ich mir hier wirklich nicht entgehen lassen. Und wir müssen ja jetzt auch schon ein bisschen fixer sein. So, ich setze hier mal so ein paar Bogis. Ich habe schon 200 Truppen übrigens mit diesem Account hier. Und das müsste eigentlich für die Loons hier reichen. Ja, das sieht gut aus. Und ihr seht das hier für heute Abend mit Facecam Livestream bei mir. Ausgegebenen Anlass. Ich werde das Ganze noch ein wenig eintüten für euch heute. Und dann seht ihr auch, wann es losgeht. Aber das sehen wir gleich sowieso, denn wir springen natürlich auf den Thorsten-Account hier. Und mein Kalender ist immer noch voll. Okay. So, erstmal muss ich hier jetzt den Dicken erledigen. Und jetzt müssen wir uns das Zeug hier auch holen. In einer Minute. Ich verbrauche mal meine Clanbook jetzt nicht. Aus einem ganz bestimmten Grund. Das werdet ihr gleich sehen. Aber ich nehme jetzt alle Bogenschützen mit rein. Denn die Kanone hier macht mir natürlich nicht gerade. Ich verbrauche jetzt alle Truppen. Das hat auch einen Grund, denn die Armee, die ich danach habe, die habe ich eigentlich so für dunkles Farm erstellt. Und oh, das sieht aber gut aus. Da brauchen wir hier nicht mehr viel Dunkles für unseren King auf Level 1, dass wir den endlich aus dem Shop rauskriegen. Denn, oh, voll der Overkill hier. Guckt euch das an. Ah, krass. Ist egal. Ich habe alles gegeben hier. Und was wir natürlich noch machen wollen, ihr habt es ja gesehen. Ne, habt ihr eben noch nicht gesehen. Nur meine Freunde haben es gesehen. Ich habe nämlich eine Truppe schon freigeschaltet. Es sind die Drachen. Ich habe die Drachen schon. Ich habe sie auch in einem Clankrieg schon genutzt. Das, was ich im Moment nicht machen kann. Ich kann im Moment keinen Clankrieg spielen, weil meine Zauberfabrik im Moment auf den nächsten Level geht. Dauert auch noch 2 Tage, 12 Stunden. Das heißt, dass ich endlich den Wutzauber vor allen Dingen habe, denn den brauche ich dringend für die Drachen oder halt 3 Blitz, weil 2 Blitz habe ich im letzten CK festgestellt, das ist nichts. Und deswegen denke ich mal, ja, ich trainiere die Truppe auf jeden Fall mal nach, denn ich will auch gleich, ja, ich will eigentlich gleich weiter forschen. Ich habe mir extra einen Bauarbeiter hier freigelassen für den King gleich, um den wenigstens rauszubringen. Und das, was ich aber mache, ihr seht das hier, ich bin ganz, ganz harter Mauern-Freak hier. Wir hauen schon mal so ein bisschen Gold raus. Ah, nee. Das ist Reihe wählen. Und dann hauen wir schon mal ein bisschen Gold raus, so dass wir dort... dann können wir... Ich glaube, wir machen die Ecken eben mal voll. So, wir machen die Ecken eben mal voll. Dann habe ich die nämlich auch weg. Und dann geht das hier steil bergauf. Wir haben ja noch richtig was über. Im Moment sind die Sachen noch relativ billig. Und ich würde sagen, wir machen die ganze Base hier erstmal jetzt in dieser schönen violetten, ist das violett oder ist das pink Farbe. Und dann kann es auch zum Mauerfarm auf den nächsten Level gehen. Denn so ein bisschen mache ich das ja nebenher. Und ihr seht das auch, 1506 Juwelen habe ich mit diesem Account auch schon gesammelt. Und 20 kommen jetzt noch dazu. Jawohl, die hauen wir uns rein hier. Release the Beast heißt es da, also entlocke den Drachen hier. Das haben wir gemacht. Und ich würde sagen, wir forschen den gleich auf 2. Das ist unsere beste Kampfwaffe hier. Den hauen wir jetzt auf Level 2 raus. 7 Tage dauert der nur. Ist ja easy, wenn ich sehe, wie lange ich jetzt auf mein Rathaus 10 gewartet habe. Bis es max ist, nämlich 1 Jahr. Das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt auch keine... Ich muss hier immer selber gucken, ob ich nicht eine Mauer vergessen habe. Und 174, seht ihr? Ich habe nämlich eine vergessen. Und jetzt ist es wieder... Ah, da ist sie. Okay. Da, in den großen Dörfern habe ich die Mauern hier schon gesucht, weil ich sie nicht gefunden habe. Aber die haben wir ganz gut gemacht hier. Wir haben jetzt Clanburg. Was haben wir eigentlich drin? Wir haben 4 riesige Riesen da drin. Und wir haben auch eine gute Armee am Start. Ich denke mal, wir brauchen 640 Dunkles für den
King. Die suchen wir uns jetzt mal. 540, also das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern. 500 ist zu wenig. Ich habe nämlich noch keinen Bohrer. Der Bohrer fehlt mir noch. Ich habe also Pläne hier. Oh. Eieiei. Aber ein bisschen zu schwer. Ich habe keine Zauber dabei. Ich habe nur Heiler dabei für meine Riesen. Und die sind ja auch noch nicht so super prall. Aber ich denke mal, wir kommen mit so einer Armee trotzdem hin. Also ich habe den Bohrer noch nicht rausgeholt. 594. Wir brauchen 540. Und da ist eine Luftabwehr im Bau. Nein, beide sind im Bau. Oh. Ha. Da kann ich nicht Nein sagen, Leute. Da kann ich nicht Nein sagen. Mal gucken, ob der eine Clanburg hat. Er hat keine Clanburg. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele Riesen mir jetzt wegfliegen hier, aber ich will nur den dunklen Pott haben. So, ich nehme auch die Clanburg mit rein. Das ist mir jetzt egal. Egal, wie die jetzt gehen. Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei. Ihr wisst, das ist eine wichtige Truppe, die Mauerbrecher. Zack, da sind sie durch. Super. Okay. Dann nehmen wir hier mal ganz, ganz behende die Magier noch hinterher. Ich finde das total, also die unteren Rathausstufen nach wie vor, ich mag das. Oh, die Heiler teilen sich jetzt leider nicht auf. Die heilen jetzt hier unten meine Kleinheiler. 9.951. Ja, wo ist denn der Rest hier? Kommt, Leute, ich will hier alles haben. Dafür brauchen wir wahrscheinlich das Rathaus. Und da unten sind mir jetzt gerade so ein paar Magier leider gestorben. Hier oben laufen so ein paar mit. Und ich würde sagen, die laufen hier jetzt auch ganz behende rum. Und das sind die Max-Level hier unten. Das heißt, wir lassen hier unten unsere Magier mal mitlaufen. Einen noch hier in der Mitte. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zauber dabei gehabt. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich an der Stelle gewesen. Und mal sehen. Ah, ich habe jetzt auch keinen Magierturm mehr. Okay. Ne, kein Magierturm. Da hinten ist auch der Minenwerfer im Ausbau. Dann holen wir uns mal hier das Rathaus in der Mitte. Denn da wird unser letztes Dunkles jetzt drin stecken. Nirgendwo anders. Und dann können wir den King hier rausholen. Und dann springen wir auf das Thorstendorf. Denn dort habe ich auch noch was zu tun heute. Also mir wird nicht langweilig. Das ist ja auch so ein bisschen der Titel dieses Videos. Denn auch den Account hier, ja, den habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich habe das ja schon mal in einem Video gesagt. Ich kann nicht alles spielen hier. Aber ich spiele so gut wie es geht und ich denke mal hier in diesen Rathausregionen, da lässt sich noch ganz gut spielen. Jawohl, oh, da haben wir noch ganz gut was geholt, auch wieder an Gold und an Elixier. Denn wir haben ja gerade ganz, ganz nett was ausgegeben und ich würde sagen, dann holen wir ihn auch gleich mal raus aus dem Shop. Wo ist er? Hier ist die Army. Da ist er. Da ist der Dicke. Ach, die ersten 10.000 sind echt schwer. Und er passt nur da gar nicht rein. So, wo ziehe ich ihn denn hin? Ich glaube, das ist erstmal egal. Ach nee, das ist nicht egal. Wartet mal, den machen wir nochmal weg. Denn ich hatte ja gesagt, hier unten kommt die King-Platte hin. Ja, das wird jetzt ein bisschen umschön. Man hat es ja auch gern ein bisschen schicker. Also, der sollte natürlich an die Stelle. Denn das ist mein CK-Base hier super. Jetzt haben wir den auf 1. 12.500 braucht er auf 2. Und 12.500 gehen hier gerade mal so rein. Das heißt also, nächstes Ziel, denke ich mal, wird er hier sein, nämlich der Storage, damit wir den relativ zügig auf Rathaus, nicht auf Rathaus, auf Level 5 bekommen. Und jetzt habe ich den Bauarbeiter frei. Was schlägt der mir eigentlich vor? Kanone zweimal oder die Barracks? Ne, wir machen erstmal die Kanone hier. Die dauert nur 2 Stunden. Und ich würde sagen, wir schwenken auf das Rathaus 10 und gucken, was da Taco ist. Ja, was hier Taco ist, was für ein komischer Spruch. Ne? Taco ist ja so ein Modemarkt. Aber ihr seht das hier, der Thorsten, das ist mein RH10-Account in 23 Stunden, 21 Minuten. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie spät nimmt denn der Thorsten eigentlich auf. Also, wir erleben das auf jeden Fall live im Stream. Wir werden auch den, denke ich mal, die ersten Sachen hier irgendwo dann reinfahren für Rathaus 11. Ich weiß noch nicht, wie es genau vor sich geht, denn ihr seht das ja, ich habe es dunkel relativ voll in meiner Clanburg. Da ist jetzt nicht so die Vollheit. Also die Mauern kriegen wir in jedem Fall raus, da kriegen wir ein paar Level gelevelt. Aber die anderen Sachen, Elex, ich brauche natürlich Elex, weil ich habe ja vor, den Warden ganz, ganz schnell auf Level 5 zu ziehen. Das heißt also, den gemme ich mir auf 5, ich muss nur die Ressourcen farmen. Das will ich natürlich noch morgen mit euch im Stream machen, denke ich mal. Wir werden auch sicherlich ein bisschen Smalltalk nebenher reinkriegen und das ein oder andere, aber
wie kann ich hier jetzt eigentlich vorgehen? Ich will nicht mehr angreifen. Ich könnte mir jetzt noch den netten Bonus hier reinholen. Ach, dafür brauche ich aber noch ein paar Sterne. Ich glaube, ich mache es nicht. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Was ich aber auf jeden Fall mache, ich grüße hier ganz, ganz herzlich den Clan Ehrensache, denn wir haben CK gegen einen deutschen Clan. Also, hallo Clan Ehrensache, ich grüße euch. Schön, dass sich mal wieder zwei deutsche Clans hier battlen im normalen Umfeld, hier im CW-Umfeld, und viel Glück. Und sie haben es uns auch gewünscht. Ich habe es gestern noch gerade so getippt. Bei uns sieht das irgendwie so komisch aus, so mit den Zeilenversatz. Das passt irgendwie nicht. Also, viel Glück im CW-Ehrensache, habe ich am Tablet geschrieben. Und viel Glück im CK True Warriors. Super, super, vielen lieben Dank. Und dann weiß man auch schon genau, dass man hier zumindest, denke ich mal, menschlich schon wieder so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Ja, was mache ich jetzt hier? Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ich weiß es echt nicht. Ich habe mit dem den ganzen Tag nicht angegriffen. Aber ich glaube, wir haben ja die Bohrer relativ voll von dem Elex noch nicht. Ich denke mal, wir gehen einfach in den Shop rein und ich gönne mir mal so ein Tagesschild hier, ja? Ich gönne mir mal ein Tagesschild, 100 Gems hier, 23 Stunden 59 Minuten und 23 Stunden 19 Minuten läuft mein Rathaus noch. Also Stream morgen, mal sehen, wir haben es jetzt, ja, ihr könnt es euch selber ein bisschen ausrechnen, wir haben es jetzt 20.24 Uhr, in knapp 24 Stunden ist mein Stream fertig. Das heißt also, ich werde ein bisschen eher anfangen. Ich denke mal so 19, 19.30 wird sich das Ganze einpendeln. Ich werde das aber heute noch kurz wieder, ganz, ganz kurz wieder vorstellen. Gar keine Frage. Ich denke, das bekomme ich hin. Und auch wenn das heute eine etwas kürzere Folge von mir ist. Live-CK. Live-CK hier bei Toto. Ah, das ist ja auch oft, ne? Das ist ja auch oft, und ich verdrehe jetzt schon wieder die Augen. Wenn ihr die Folge von gestern gesehen habt, wo ich gesagt habe, Erdbeben, 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 und jetzt komme ich hier rein bei den True Warriors und der Erste, der hier live angreift, Erdbeben. Naja gut, aber mit 30er Helden, glaube ich, weiß der ja, was er macht. Schauen wir mal, wir gucken immer zu, und der ist sogar noch so mutig und nimmt auch noch einen Sprungzauber mit, also mal schauen, wie das hier gelingt. Ich denke, den einen kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Ich bin im Moment zeitlich ganz, ganz eng, denn im letzten Quartal des Jahres, das ist irgendwie komisch, ganz komisch in meiner Branche, wo ich arbeite, da haben immer alle Kunden noch Geld. Ja, so nach dem Motto, oh, wir haben ja noch gar nicht alles ausgegeben, da hauen wir mal noch ein paar Projekte raus, und dann kommt mein Bereichsleiter nämlich oftmals auf uns zu und sagt, so, jetzt müssen wir noch das machen, das machen, das machen. Thorsten fährt zum Kunden eine Woche. Und ja, also so geht das hier dann ab. Und deswegen bin ich ganz, ganz eng hier im Moment. Bin also immer auswärts unterwegs, beziehungsweise inwärts unterwegs. Aber ich kann halt im Tag relativ wenig machen, wo ich ja ab und zu mal ein paar Tage oder mal einen Tag Homeoffice zwischenquetsche. Da geht das natürlich ganz gut. Aber zurzeit geht das gar nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass ich im Moment diese Folgen bringe. Vielen Dank auch für die Kommentare unter meinen letzten Videos, also auch was den Albtraum angeht mit dem Stream hier, gut gerettet Toto, habe ich da immer gelesen, und war doch noch ein sauberer Abend. Ich denke auch, das war noch in Ordnung, und von daher habe ich ja heute Abend auch wieder einen Stream gesehen vom Flughafen Düsseldorf. Sky ist auch verrückt, Olli ist auch ein Verrückter, und aber das sah gut aus, muss ich sagen. Dem muss ich unbedingt fragen, wie er das gemacht hat. Ich hoffe, er hat das mit unserer eigentlich neu entdeckten App gemacht, denn dort lässt sich mit YouTube streamen, mit Kamera streamen, und das hat er gut gemacht, gute Einblendung mit der runden Kamera vor allen Dingen. Und da muss ich unbedingt immer nachhaken, denn das schreit ja nach Wiederholung, vor allen Dingen beim Sky, denn das ist ja auch nicht sein erster Stream, den er von irgendeinem Flughafen macht, also echt krass, und entwickelt sich so ein bisschen zur Location bei ihm. Ja, heute wieder live vom Flughafen in Düsseldorf. Ah, schön gemacht hier. Also der Jan weiß, wie es geht hier. Sauber, ich denke mal. Da haben die beiden Teslas nichts mehr entgegenzusetzen, und freut mich natürlich, schöner Dreier hier. 10 auf 11. Ehrensache, lasst euch davon nicht schocken. Ich weiß, dass ihr gut seid. Ihr seid nicht umsonst Clan Level 12. Und auch da werden wir werden uns auch warm einpacken. Das glaubt man. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch heute Abend. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich heute Abend. Und ich würde sagen, ja, mit dem Tagesschild
Ich knipse den Toto hier jetzt aus, denn ich muss auch mit dem Alex angreifen. Also, mir wird nicht langweilig. Bis dahin. Ciao, ciao.